Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dann reden wir mal mit Bauer. Hey Johnny, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Es ist deine Schuld, weil du zu dumm bist. Los geht's. Ich bin jetzt verabscheut im Dorf. Ich bin der Beste im Dorf, Mann. Weil ich mit mir anlegen will. Kommt her! Ich zeig dir, wie das geht. Ich frage mich, was er hat. Dich hat er. Er hat dich, junger Mann. Auf zum Schloss, wo es auch immer hingeht. Wenn da der Dekobaum ist, müssen wir ja... Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Keine Ahnung, wo das Schloss liegt. Was? Wo? Oh, du verlässt uns. Unsere Schwester, glaube ich. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen wirst, Johnny. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe, versprecht mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Okay, Freunde. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Oh, die Ocarina-Flöte, die bei Majora's Mask blau aussieht. Die Feen-Ocarina. Im Gegenstandsmenü kannst du sie... Okay, das mache ich dann. Mach ich gleich. Ja, Mann. Warte, mit A und C-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, solltest du an mich denken. Okay. Aber das mache ich in den Folgen nicht, wenn ich spiele. Oh, kennt ihr noch dieses Mädchen? Und ab geht's. Spitznase. Okay, die Hylanische Steppe. Ja, los geht's. Auf zum Schloss, meine Freunde. Sei willkommen. Du bist bereit, Johnny. Okay, Onkel Eule. Scheint, dass du nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Pfad und wandelst auf unbekannte Wege, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, möge wie von einem Geisterhand in deinen Karten gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um die Kartenbildschirm einzusehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welcher Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es. Setze deinen Weg nun fort.
So sei es. Setze deinen Winken fort. Wir sehen uns wieder. Will ich auch hoffen. Bekomme ich auch Flügel von dir? Abreißen. Bitte. Bitte. Meine. Okay, wir sollen nicht von Weg abweisen. Machen wir gleich. Nein, machen wir nicht. Wow. Aha. Wir letzten Job der Ocarina of Time macht ehrlich Spaß. Wo ist der Weg? Ach genau. Die Ocarina-Flöte, die nehmen wir dann mal auf. Da. Jetzt will ich aber spielen. Cooles Lied, ne? Oder die? Das sind alles Lieder von Majora's Mask. Was wir auch noch spielen werden, das sag ich euch. Ich sag es euch jetzt! Wir werden Ocarina of Time, Majora's Mask auch noch Let's Playen, aber erst mache ich Ocarina of Time fertig. Master Quest gibt's auch, aber ne. Kopf ab! Da! Mami! Was war das? Top, top, top! Komm her! Bam! What? Niemand verletzt mich. Oh, Nervensäge! Bam! Beide Kopf ab! Moment. Gehen wir nun in die Stadt hinein. Und wieder in die bessere Perspektive. Marktplatz, okay. Ja geil, die bewegen nicht mal ihre Füße. Oh. Ich will aber nicht da, ich will zu meinem Schloss, verdammt. Nudil. Nudil. Schloss Hyrule. Wir sind nun an Schloss Hyrule. Aua. Weiter geht's. Johnny, hier entlang. Prinzessin befindet sich im Schloss, doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen.
Was? Er hat nur seinen Kopf gedreht? Besuchst du jedoch eine Stadt oder ein... Oh Mann, ich mag deine Tipps nicht, okay? Ist das okay? Ja, du kannst deinen Kopf so viel drehen, wie du willst. Ja, tschüss. Aber was ist mit meinen Flügeln? Diese Eule regt mich langsam auf. Ich will auch gar nicht. Ich will auch gar nicht zu dir, Prinzessin. Zeit, eine Falle zu stellen. Der Mager hackt doch. Ich bin ein tapferer Krieger. Also du sagst, du willst Prinzessin Zelda sehen? Wie? Du hast bestimmt im Ort von ihr gehört und willst du jetzt unbedingt kündeln. Nun, geh heim, verschwinde einem wie... Dir würde die Prinzessin niemals aus Dienst gewähren. Ach, na leise. Du bist ein billiger Pirat. Ich zeig dir jetzt mal was. Ah! Ich werfe ihn jetzt mit Steinen ab. Oh, oh, Hilfe! Ja! Ja! Unmöglich! Okay, dann spielen wir ein Lied. Pass gut auf, und 1 und 2 und 3. Wie gefällt dir das? Nein, stopp. Okay, ich kämpfe gegen ihn. Okay, dann probieren wir mal andere Sachen. Moment mal. Ach, war ein Versuch wert. Dann werfe ich andere Leute damit auf. Ja, wie komme ich denn jetzt nun zum Schloss? Dann gehe ich mal da lang. Sieht alles so komisch aus in dem Dorf. Das ist blöd. Aha. Okay, vitale Zeit. Vitale Zeit. Was steht denn da? Hier sind 3 Vertiefungen und ein Handschrift. Aber so steht es geschrieben. Wie wär's, wenn ich euch ein Lied vorspiele? Hä?
Beispiel mit A und C. Nochmal lesen. Hier sind drei Vertiefungen und einen Windschweif. Jener mit der drei heiligen Steine neben seiner Ocarina zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ha, die Hymne der Zeit, die kann ich doch. So, die Hymne der Zeit zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Hymne der Zeit. Oder die hier. Eins, da muss ich vielleicht. Dun, 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 dun. Hey, nimm dir die Zeit, wo bist du? Spiel mit A und C. Jener mit den drei heiligen Steinen. Nimm seine Ocarina zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es hier geschrieben. Hä? Ich kapier nichts. Naja, das klären wir mal in der nächsten Folge auf. Oder? Warte mal. Das klären wir mal in der nächsten Folge. Bis dann!